leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Es geht hier Schlag auf Schlag. Heute geht es ins Halbfinal-Hinspiel beim FC Bayern in die groß leuchtende Allianz Arena. Letztes Spiel haben wir 2:0 gegen den FC Chelsea gewonnen, gegen unseren Verfolger. Das heißt, wir haben erstmal vier Punkte Vorsprung vor Chelsea, aber leider immer noch 6 Punkte Rückstand auf Manchester City. Und das ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, aber wir können es leider nicht mehr ändern. Wir müssen es so hinnehmen, wir müssen hoffen, dass City irgendwann mal Punkte liegen lässt und wir müssen natürlich unsere Ligaspiele gewinnen, ist klar. Wir spielen in Weiß, die Bayern in Rot und genau, Spieleinstellung wird noch umgeändert. Schauer gibt's nicht, bewölkt, das können wir so lassen. Und vielleicht, ja, die Startaufstellung müssen wir gegebenenfalls mal ein bisschen umstellen. Ich schaue gerade mal, vorne vielleicht. Vielleicht mal, Ehenatau kriegt eine Chance für Ezequiel. Ein N'Golo Kanté, der schon seit Spielen gelb vorbelastet ist, der kriegt bald die 5. Gelbe oder so. Dann Sanchez vielleicht mal für Gökhan Inler, ja, weil Gökhan Inler ist nicht ganz so fit. Dann Schlupp auf jeden Fall, den können wir blind reinwerfen, der bringt da immer seine Leistung. Und Simpson können wir eigentlich auch immer blind reinwerfen, den kennen wir ja noch aus der letzten Saison. Beide kennen wir noch aus der letzten Saison. Dann ist Jetwa denn mittlerweile wieder fit oder ist der, ja, ist zwar nicht mehr so grob verletzt, aber nicht mehr. Oder er ist noch nicht so ganz fit, deswegen lohnt das noch nicht, ihn reinzubringen. Wir bringen mal Gray auf die Bank, ja. Und ansonsten würde ich das so lassen. Obwohl zwar auch wieder ein paar Spieler nicht halbwegs, nicht voll fit sind, aber das muss langen fürs Hinspiel gegen Boateng, Neuer, Lewandowski und wie sie nicht alle heißen, wenn sie denn da noch spielen. Also Boateng spielt auf jeden Fall, da haben wir ja gerade noch gesehen. Und dann bin ich gespannt, was da auf uns zukommt in München. Eine gute Ausgangsposition wollen wir uns wieder schaffen. Wir dürfen uns jetzt nicht mehr kleinreden, müssen wir auch gar nicht mehr. Wir haben Barca rausgehauen, wir zählen jetzt mit zu den Favoriten. Die Bayern natürlich auch, aber die von Anfang an. Wir jetzt seit dem Barcelona-Spiel eigentlich erst. Und deswegen, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Natürlich ausverkauftes Haus, Champions League, Hinspiel. Und dann hoffe ich, dass wir in eine gute Ausgangsposition reinkommen. Aber wir sehen schon mal die Startaufstellung hier von den Bayern. Ribéry, Robben, Boateng, Müller, Neuer, Lewandowski ist zwar nicht mit dabei, haben sie den schon verkauft? Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall müssen wir diesen Mann aufhalten. Der ist zwar nicht ganz so gut wie Messi, auch gut, auch schnell. Also ich stelle erstmal auf Konter und auf Offensiv ruhig. Klar, wir wollen uns hier nicht verstecken, ein Auswärtstor wollen wir mindestens schießen. Und dann bin ich mal gespannt, wie schwer es gegen die Bayern wird. Da war Thiago zum ersten Mal, die meisten, die kennen wir ja noch. Die haben ja auch in FIFA 14 schon gespielt, wo ich spiele. Aber Joshua Kimmich spielt gegen seinen Ex-Club. Aha, das haben wir noch gar nicht mitbekommen, oder? Joshua Kimmich spielt gegen seinen Ex-Club und Benatia erst mit dem ersten Foul. Nach 4 Minuten gibt schon mal die Karte. Nee, es gibt eine leichte Ermahnung. Ja, ruhiger Benatia, ne? Wir sind in der Anfangsphase. Ja, Joshua Kimmich, wie gesagt, heute. Er kommt nach Hause. Das hier ist sein Zuhause eigentlich. So, Flanke gleich mal von Joshua Kimmich. Wen findet da? Da hinten findet da Shidusi Avasir. Nein, Benatia in die Mitte. Sanchez kann nur. Der kommt da nicht ran. Aber wir setzen nach. Über Schlupp. Sanchez. Oh, der kommt da nicht hin. Gut, aber die Bayern klären erstmal. Ganz souverän. Robert Huth. Ist schon irgendwie ein bisschen komisch. In FIFA 14 haben wir die ganze Zeit mit dem FC Bayern gespielt. Hier in der Allianz Arena. Jetzt spielen wir gegen sie in der Allianz Arena. Ist ja klar. Naja, okay. Aber müssen wir so hinnehmen. So ist Fußball. So, Rode. Zieht gleich mal zwei Mann auf sich. Schön gemacht. Boateng. Boateng auf die andere Seite, der Fehlpass. Oh, das sind wir gar nicht gewohnt von Boateng. Sanchez ist mit der großen Chance und Neuer kommt raus. Schade. Ach, die Chancen müssen wir einfach konsequenter ausspielen. So viele Chancen kriegst du nicht gegen die Bayern. Das war genauso wie gegen den FC Barcelona. Da hast du auch nicht so viele Chancen gekriegt. Da hatten wir zwei, drei Chancen, dann haben wir daraus jeweils ein Tor gemacht und das hat dann gereicht. Gegen die Bayern weiß ich nicht. Aber wir sind schon wieder vorne mit Mahrez. Braucht so lange, Bernat ist dazwischen. So, und jetzt muss Mahrez auch mit nach hinten arbeiten, auch wenn es schwer fällt. Auch wenn er die letzten Spiele hat durchspielen müssen. Aber gut, wir haben uns wieder gestellt. Alles gut. In die Mitte jetzt wieder verrücken. Wir wollen ja nur verschieben. Schön verschieben. Gegner stellen und dann im richtigen Moment dazwischen preschen. Hier Robben zum Beispiel. Den musst du aufhalten. So, Joshua Kimmich macht das stark. Sehr präsent in der Anfangsphase. Klar, der wird hochmotiviert sein gegen seine Ex-Kollegen. Möchte natürlich sich hier zeigen. Ehenatau macht das klasse gegen Boateng. Oh, Ehenatau geht ins Aus. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Scheiße. Da hätten wir die ganze Außenbahn für uns gehabt. Gut, das passiert. Ist nicht schlimm. Weiter geht's. Robben mit dem Einwurf hinten über Benatia. Benatia, Achtung, was macht er? Ja, haut den auch nur vorne raus. Mahrez kommt da daran gegen Thomas Müller. Ja, Vardy gegen Vidal. Vidal haut den Ball einfach mal nach unten auf Robben. Der kommt sogar noch zu Robben an. Robben hintenrum über Benatia.
und er schnell nach vorne über Lahm. Das können die Bayern halt auch, ne? Von hinten raus das Spiel eröffnen, schnelle Kombinationen, sicheres Passspiel, das haben sie alles unter Pep Guardiola perfektioniert. Das ist klar. So, jetzt haben wir Müller zum ersten Mal. Fehlpass. Oh, Robert Huth. Aber keine Scheiße machen. Thomas Müller ist so ein richtiger... Ja, so ein richtiger Thomas Müller halt, ne? Er braucht nicht viele Chancen. Er steht halt da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Das ist ja auch sein Job. Dafür verdient er auch genug Geld. So, Enner Chao macht's mal ein bisschen langsamer. Spielt hinten rum. Ihr seht das, die Bayern da mit einer 5er Abwehrkette oder mit einem 5er Mittelfeld. Ja, scheint so. 4-5-1 haben wir ja auch gesehen im Vorspann. So, da haben wir Vardy, Simpson nicht ins Ausgehen. Den hat er noch, bringt er jetzt eine punktgenaue Flanke. Da ist Mahrez, Benatti erklärt. Und Philipp, Bernat mit dem Fallrückzieher. Aber okay, wir haben den schon wieder. Wir nisten uns jetzt mal so ein bisschen ein in der Bayern-Hälfte, ja. Versuchen über, übers Mittelfeld zu kommen. Aber da stehen die Bayern natürlich mit Boateng stark. Vidal rutscht dann immer nochmal mit nach hinten. Unterstützt dann die Abwehr. Ribéry macht das gegen Schlupp stark. Ist aber auch zu einfach. So, Ribéry. Oh, getunnelt von Sanchez. Oder hat das Sanchez getunnelt? Ah, nee, Schlupp ist auf der anderen Seite. Hier, dann war das N'Golo Kante. Aber Schlupp macht das klasse gegen Robben bislang. Super, den haben wir bislang richtig gut im Griff. Das haben wir gut gemacht. So, jetzt vielleicht mal eine Konterchance über Josua Kimmich oben. Wenn er das Sanchez sieht oder N'Golo Kante. Er sieht N'Golo Kante, aber leider zu steil. Schade. Versuch war gut. Ausführung dann leider etwas schlechter. Aber wir machen die Wege, das ist richtig. Und irgendwann kommt auch wieder so ein Pass zum Mitspieler an. Jetzt wieder Müller unten auf Robben. Den suchen sie natürlich häufig. Achtung mit seiner Schnelligkeit. Thiago aus Spitzenwinkel wird da noch umgegrätscht, aber das ist kein Elfmeter. So, die Bayern melden sich jetzt auch zum ersten Mal an. Ja, vorne mit einem ersten Warnschuss von Thiago. Und, oh, versuchen gleich im Mittelfeld auch zuzuschieben. Wie Barcelona so ähnlich. Stelle ich mir das vor. Oh, jetzt drohte. Achtung, aber Schmeichel kommt raus und hat den. Schmeichel ist ein gut mitspielender Keeper, hat er gut gemacht. Und über Mahrez geht's auf die andere. Oh, Seite auf dem N'Golo Kante, da habe ich Robben gar nicht gesehen. Das haben wir ein bisschen zu schlammig jetzt gespielt. Thiago, oh, der hat da zu viel Platz, das darf nicht sein. Thiago gegen Josua Kimmich zum ersten. Josua Kimmich bleibt aber dran. Vidal und Müller. Mit der ersten Chance. Das ist so ein typischer Müller. Das hätte jetzt dazu gepasst, wenn er gleich getroffen hätte. Das wäre typisch Müller gewesen. So, Schlupp mit dem Ball nach vorne. Ja, warum nicht? Schade. Wenn der Ball ankommt auf Ehena Chao, ist das kein schlechter Pass. Also, erste Halbzeit ist gleich rum. Es bleibt ein spannendes Spiel. Klar, hier ist ne Halbfinal-Hinspiel. Zwei starke Gegner treffen hier aufeinander. Die Bayern scheinen mir jetzt so ein bisschen besser ins Spiel reinzukommen, nachdem sie so ein bisschen abwartend gespielt haben. Am Anfang Lahm mit der Flanke. Rode kommt aber nicht ran. Schmeichel ist da. So. Nächster Konter. Versuchen, N'Golo Kante braucht zu lange. Und dann ist es ein Foul von Müller oder von uns? Ne, von Müller. Gibt auch die gelbe Karte für Müller. Naja, ob der da gelb ziehen muss, weiß ich nicht. Aber okay, Schiri hat's gemacht. 60 Sekunden gibt es hier Nachspielzeit. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Chance. Schlupp, wenn wir das jetzt schnell ausspielen. Josua Kimmich auf Mahrez. Aber warum geht der Mahrez da nicht hin? Verstehe ich gar nicht. So, aber es ist jetzt erstmal Halbzeit. 0-0 steht es. Bislang stehen wir ganz gut hinten. Uns reicht ja ein Tor. Also ich möchte wenigstens ein Auswärtstor schießen. Nicht mit dem 0-0 hier. 1-1 ist okay. Wenn wir 2-1 wählen, ist ebenfalls okay. Dann reicht uns ja ein Tor im Rückspiel. Aber ein Tor will ich auf jeden Fall schießen. Dazu müssen wir aber erstmal aufs Tor schießen. Und ihr seht, wir haben weder einen Schuss aufs Tor noch einen Schuss. Die Bayern haben zwei Schüsse, einen aufs Tor. Sind laut Statistik ein bisschen aktiver. Götze kommt rein für Thiago, der jetzt mittlerweile beim BVB unter Vertrag steht. Der wieder zurückgewechselt ist in die Heimat. So, Schlupp auf die andere Seite. Simpson, die beiden, die machen das wie gesagt super. Vertreten Jonas Hector und Hector Bellerin super. Und wir sind wieder vorne mit Josua Kimmich, der ist natürlich hoch motiviert gegen Sebastian Rode, die beiden Jungsporne, Mahrez. N'Golo Kante, schön gemacht gegen Vidal, da wollte ich auf Sanchez durchstecken, hat aber leider nicht geklappt. So, Müller. Mario Götze ist da, Vidal, oh, hat er stark gemacht gegen zwei Leute, Mahrez kommt da nicht hinterher, muss er jetzt aber gegen Ribéry, komm, mach die Wege. Oh, zu einfach, Ribéry hat das natürlich auch stark gemacht, Ribéry ist im Strafraum, schießt Schmeichel an und Schmeichel hat ihn im Nachfassen. Uiuiui, heikle Situation. Heikle Situation, aber das war ein bisschen kurios, dass Schmeichel da angeschossen wurde. Oh, jetzt spielen sie Bayern auch mal ein bisschen riskanter. Robben, der da bislang, oh, nicht so viel zustande kriegt. Jetzt kriegt den falschen Spieler, Müller. Müller, Achtung, bringt die Flanke rein. Und Simpson, ja, klärt da ein bisschen unorthodox, aber erklärt. Das ist das Wichtigste. Bayern wird stärker. Die Bayern werden stärker. Nächster Eckball. Und Douglas Costa, der jetzt auch gleich die Ecke tritt, kommt rein. Ribéry für Ribéry. Ja, Ribéry war heute ein bisschen blasser. Achtung, schießt den Müller da nicht ab. Schöne Aktion. Oh, den kriegt er. Ja, Vardy hat den.
So, jetzt fehlen aber vorne die Anspielstationen. Vardy versucht es trotzdem über Sanchez und oben über Schlupp. Noch haben wir eine Kontersituation. Schlupp, Enachau gegen Bernard. Da schafft Enachau nicht. Nee, da fehlt ihm einfach noch so ein bisschen die Aggressivität in den Zweikämpfen. Die hat Sanchez aber schön gemacht. So, und wir bauen wieder ein bisschen ruhiger auf über Chidozie Avazir, über Simpson, oben über Sanchez, ja, riskant gemacht, Rode prescht dazwischen. Also sie sind hellwach im Mittelfeld, fällt mir auf, die Bayern sind hellwach im Mittelfeld, aber wir können das auch. Wir können auch über die Mitte spielen und dann schnell über die Außen. Oh, Schlupp hat den Ball sich zu weit vorgelegt, aber er kriegt den noch, aber Benatia lugt ihm den Ball ab. Ja, es ist so eine leichte hektische Phase im Spiel, da jetzt eine Stunde gespielt ist. Wir können auch gleich mal sehen, ob wir vielleicht wechseln. Oh, Bernard, hat er bisschen Glück gehabt, Bernard, natürlich nicht Bernard, Benatia, lahm gegen Joshua Kimmich, nee, das machen die Bayern gut, ruhiges Aufbauspiel, wir müssen sie spätestens dann im Mittelfeld unter Druck setzen, oder spätestens, wenn sie im ersten Drittel in unserer Hälfte sind, dann müssen wir sie versuchen zu stoppen, ihn vor allem hier, der hat wieder Hummeln im Hintern, Douglas Costa, oh, da hat Joshua Kimmich nicht gut aufgepasst, Vidal, Sanchez muss da hinterher und hat den, sehr aggressiv, super präsent heute, gefällt mir super, Vardy, Joshua Kimmich. Gut, viele Chancen werden wir nicht bekommen, das ist klar. Da werden die wenigen Fehler entscheiden in Hin- und Rückspiel. Das ist klar. Wer die meisten Fehler macht, der scheidet hier aus und verpasst leider das Finale. Ich hoffe nicht, dass wir das sind. So, Vardy. Mahrez. Wenn Vardy oben mitläuft, kriegt er den wieder. Schön gemacht. Vardy, mal im 1 gegen 1 gegen Lahm. Da kommt Benatia. Kein Foul. Da war nicht Foul, sonst gibt es 11 Meter. Vardy legt zurück auf N'Golo Kante. N'Golo Kante. Vardy will den wieder haben, aber den kriegt Enachau. Sanchez jetzt mal. Jetzt ist wieder Handball hier angesagt. Sanchez bringt eine gute Flanke rein. Ja, da ist Vardy. Schade. War zwar ungefährlich, aber wenigstens mal ein Versuch. So, jetzt wechseln wir mal. Wir bringen Gray rein, einen Jungen und Albrighton, einen erfahrenen Mann für Mahrez, der ist schon so ein bisschen am Arsch. Und vorne mal Okazaki wieder, der schon seit einer längeren Zeit wieder nicht gespielt hat. Aber dem müssen wir natürlich ebenfalls mal eine Chance geben. Der ist ja auch nicht so schlecht. Er ist ja schnell, ist zwar schon ein bisschen älter, aber er ist schnell. Ist noch gut am Ball, hat auch eine gute Aggressivität drinne. Viel Erfahrung auch, die er mit ins Spiel reinbringen kann. Und deswegen bin ich mal gespannt, was hier die letzte Viertelstunde so läuft. Müller jetzt mit dem Fehlpass, der ist wie gesagt total abgemeldet. Aber der braucht nur eine Chance, Müller. Ihr kennt ihn. Viele werden ihn kennen, Müller. Der braucht nicht so viele Chancen. Jetzt Schlupp auf Sanchez. Der kann mal Boateng davonlaufen. Boateng ist zwar auch schnell, aber nicht so schnell wie Sanchez. Aber im Zweikampf natürlich präsent. Haut jetzt aber über den Ball zum zweiten Mal und gibt den Eckball. Hat Sanchez gut rausgeholt gegen Boateng. So, jetzt mal einen genauen Eckball. Albrighton, der kann das doch, komm. Albrighton mit der Flanke, da kommt Mahrez oder so, oder Schlupp oder Enachau und beide. Also Schlupp und Enachau zu zweit. Und Kingsley Coman, haben wir gerade noch gesehen, kommt für Rode. Bei uns kommt wieder Mark Albrighton. Vielleicht mal einen Kopfball starten, wie Hut, da ist er. Neuer kommt raus, geht wieder ins Tor. Mark Albrighton mit der nächsten Chance, bringt die Flanke rein. Die kommt ein bisschen besser. N'Golo Kante kommt leider nicht ran. Und Mario Götze klärt erstmal. Also es scheint hier 1-0-0 zu werden nach dem Spielverlauf. Noch haben wir 10 Minuten Zeit, hier unser Aussetztor zu schießen, was ich gerne haben will. Mark Albrighton jetzt mal mit einer Einzelaktion. Ah, nicht gut gemacht, schade. Da waren aber auch die Anspielstationen leider nicht da. Vidal gegen Sanchez. Sanchez gut gemacht. Und wenn er ganz oben jetzt, oh nein, ganz oben wollte ich hin. Ganz oben, wenn er da Shinji Okazaki gesehen hätte, das wäre sein Moment gewesen. Sanchez holt ihn sich aber wieder. Jetzt die Chance. Enachau. Und da ist Okazaki. Das ist sein Moment. Da hat er seinen Moment. 1-0. Gerade Okazaki. Ausgerechnet Okazaki, will man ja sagen. Der so wenig spielt, der immer auf der Bank sitzt, der nicht rummeckert, sondern Leistung bringt, wenn er spielt. 1-0, 85. Minute. Stark gemacht von Shinji Okazaki. Schön von Sanchez, aber wieder geholt. Hier, gegenüber Bernard. Dann auf Enachau, dann weitergeleitet. So muss man das ausspielen. Und dann steht es 0-1. Und plötzlich ist es still in der Allianz Arena. Wir haben unser Auswärtstor wie in Barcelona. Super. 85. Minute zu einem perfekten Zeitpunkt. Vielleicht riskieren die Bayern ja jetzt noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir eine Chance aufs Zweite. Aber okay, jetzt erstmal abwarten, was die Bayern machen. Vidal. Philipp Lahm oben. Enachau muss dahin und hat den leider nicht. Robben gegen Sanchez. Achtung, Robert Huth muss dahin. Und ach nee, das war Schlupp, war gar nicht Sanchez, aber Schlupp macht das klasse. Jetzt der weite Ball nach vorne auf. Enachau, der kriegt den. Vidal rutscht vorbei. Und wieder Okazaki, das gibt's ja nicht. Macht er hier einen Doppelpack? Nein, Neuer. Ach, schade, das wäre eine Geschichte gewesen, ey. Ein Doppelpack von Okazaki bringt uns hier eine gute Ausgangsposition. Die Schlagzeile des Tages. Aber Neuer ist halt Neuer, ne? Nicht umsonst der beste Keeper der Welt. So, aber wir haben nochmal einen Eckball. 92. Minute. Mark Albrighton findet da nochmal einen kopfballstarken Spieler.
erfindet N'Golo Kanté, Boateng, Manuel Neuer kommt natürlich raus, aber Boateng unterläuft den. Achtung nochmal, Gray, jetzt dürfen wir den Ball nicht verlieren. Dann spielen wir wieder hinten rum lieber über Schmeichel, der den Ball dann nochmal raushaut. Vorsicht, da kommt Müller, aber von Müller war heute, wie gesagt, nicht viel zu sehen. Der ist auch blass geblieben in der Schlussphase und somit gewinnen wir. Wir gewinnen das Halbfinal-Hinspiel beim FC Bayern mit 1:0. Mehr wollte ich gar nicht. Perfekte Ausgangsposition. Ein zweites Tor, wie gesagt, wäre jetzt schön gewesen, wenn Iheanacho nochmal getroffen hätte, aber nicht Iheanacho, sondern Okazaki. Aber für Okazaki freut mich das, wie gesagt. Der spielt nicht viel und wenn er spielt, bringt er immer seine Leistung. Und hier belohnt er sich mal für ein Tor. Zwei Schüsse, schade. Ich hätte mir gewünscht, wenn da zwei Schüsse, zwei Tore gestanden hätte. Aber da haben die Bayern auch erstmal zu knabbern. Ja, Robben war heute blass geblieben. Den hatten wir gut unter Kontrolle. Ribéry genauso. Viele Chancen hatten die Bayern nicht. Ich bin aufs Rückspiel gespannt. So eine ähnliche Partie hatten wir in Barcelona auch. Barca wurde dann im Rückspiel stärker. Vielleicht werden es die Bayern ja auch. Aber wir haben jetzt erstmal einen guten Grundstein gelegt fürs Rückspiel. 1:0 gewonnen, eine Auswärtstor geschossen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich bin hochzufrieden. Super. Spitze. Super Leistung und dann vor allem Sanchez, der da gut nachgesetzt hat zum Schluss. Jetzt konzentrieren wir uns wieder ganz kurz auf die Liga. Also es geht hier hin und her wirklich, ne? Aber das ist immer so. Da wird es immer ein bisschen hektischer, wenn es aufs Saisonziel oder wenn es aufs Saisonfinale zugeht, wird es immer ein bisschen hektischer. City hat nach wie vor die Nase vorn. 6 Punkte Vorsprung, wir haben 4 Punkte vor Chelsea und 10 Punkte vom FC Arsenal. Aber ich denke mal, wir werden in der Champions League oder wir würden uns wieder für die Champions League qualifizieren. Wie sieht es denn unten aus? Fulham, Norwich und Derby County sind bislang die Mannschaften, die auf den Abstiegsplätzen stehen. Fulham hat die schlechteste Ausgangsposition. Die haben schon 8 Punkte Rückstand auf Crystal Palace. Bei noch 4 verbleibenden Spielen sind 12 Punkte, sind noch zu holen. Also müssten wir langsam anfangen. Ansonsten sieht es schwarz aus. Ansonsten geht Fulham direkt wieder runter. Genauso Derby County. Die haben auch 6 Punkte Rückstand. Müssen jetzt auch mal zusehen, dass sie gewinnen. Und müssen natürlich auch auf Schützenhilfe hoffen. Also, unterm Strich bleibt ein verdientes 1:0. Eine gute Ausgangsposition fürs Champions League Rückspiel. Und ja, ein kurzer Blick auf die Tabelle zeigt, wie gesagt, dass wir 6 Punkte Rückstand haben. Nicht ganz aussichtslos. Nächstes Spiel gegen Newcastle. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.